Ja, Kasper, so ganz spontan da, bei schönstem Wetter, zunehmendem Mond, das erste Mal auf der grossen Bühne. Und du bist der Regisseur. Was erwartet uns der mal? Ein lustiges Stück, ein sehr lustiges Stück. Mit viel Verschlaufungen, Verwechslungen, Missverständnissen. Ein Stück heisst ja «Ente zum Abpfiff». Also es geht um eine Ente, die man isst. Aber die hat keine Hauptrolle. Aber es ist ein Bestandteil des Theaters. Und das Theater ist sehr lustig, liebe Leute. Kommt schauen. Es lohnt sich wieder, bei uns einzuschauen. Vor allem freuen wir uns wieder nach diesen Corona-Jahr jetzt wieder aufzutreten und die Leute bzw. unsere Gäste wieder zu begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns wirklich extrem darauf, dass wir jetzt wieder auftreten dürfen. Die erste Probe auf der Bühne vom BCB, du musst jetzt ein bisschen umspringen im Jahr, oder? Ja, heute sind wir jetzt erstmal auf der grossen Bühne. Wir sagen dem Albix, wir ziehen die Handorgel auseinander vom Probelokal. Und für die Schauspieler ist es jetzt auch ja, das erste Mal, effektiv heute. Wir haben jetzt heute und morgen Probe und dann am Samstag die Probe Samstag, wo wir es zweimal durchspielen. Und eventuell nächste Woche noch Probe und dann sollten wir bereit sein für Premiere am 15. Oktober, am Abend um 8 Uhr im Mirzwickhalle Unendorf Grabs. Ich bin Unterweiler. Grüß Gott. Sehr wohl. Ein Augenblick bitte. Gnädige Frau, ein Anruf für Sie. Ein Herr Doktor von Almen. Gerade. Mach mich nur noch ein bisschen schön. Ewald, hast du den ganzen Garderobe ausgeplündert daheim? Ja, ja, hier müssen wir noch Zimmer sammeln. Ja. Was bist du denn mal? Diesmal bin ich ein Butler. Ein Butler? Ja, ja. Mal ein gediegener Auftritt ist das. Ja, kannst du ernsthaft sein? Da geht's. Hey, ja, interessiert schon. Ich kann beides sein, sonst wäre ja kein Schauspieler, oder? Was heisst du, ja, schau jetzt. Nur einmal die Hose. Hoi. Eieieiei. Jetzt schauen wir dazu beim Anlegen. Nein, ich glaube, ich lege mir nicht an. Und du brauchst einen Butler zum Helfen? Ja. Genau, so wär's. Du bist gut, du. Bedauere, Herr Dr. von Almen. Aber die gnädige Frau ist erst in circa 3 Stunden wieder zu sprechen. Gern. Auf Wiederhören, Herr Dr. von Almen. So, da bin ich. Schon? Bitte? Schon aufgehängt. Der Herr Dr. von Almen, er hätte nicht können warten. Sie sollen ihn bitte retour anrufen. In circa 3 Stunden. Oh Gott, schon so spät? Also, ich habe das Gefühl, ich brauche jeden Tag länger für meine Mandeltoilette. Ihr Gefühl täuscht sich wie immer nicht. Ihr müsst jeden Augenblick eintreffen. Wie sehe ich aus? Ja, wie immer. Ja, genau, zum Spiegel. Ja, genau. Der Herr ist Trainer bei einer Fußballmannschaft und die Dame ist Präsident von dem Verein. Ah, ich bin ja so aufgeregt. Sebastian hat ja schon detailliert darüber berichtet. Stellen Sie sich vor, der wird Profifußballer. Also wenn ich mir vorstelle, der ist nachher so berühmt wie der Roland. Was für ein Roland? Der berühmte Fußballspieler. Ah, Sie meinen den Ronaldo? Ja, genau. Ich bin sehr wortkarg und zurückhaltend und weiss manchmal gar nicht, was ich sagen soll, darum will ich den anderen gar nicht reinschneiden. Aber ich wünsche allen viel Vergnügen. Frau Weiler, wirklich ein bisschen doof. Anni, merken Sie, setzen Sie auf Schoß. Auf den Arm nehmen und nicht auf den Schoß nehmen. Haben Sie etwa zugelassen? Nein, ich nie heimlich zuhöre. Werde mich beschützen. Hüten, ich werde mich hüten. Komme nur zufällig vorbei, auf Weg in Ankleidezimmer. Um wieder einmal in die Schmunktruhe von der gnädigen Frau zu langen. Das ist
vornehme Dame im Gesicht. Das sehen Sie doch. Falten. Zudem haben Sie das überhaupt nicht nötig. Falten? Das Schminkzeug. Oh, ein Kompliment. Alle Vorsicht. Achtung. Von wem? Ach, schon gut. Ich bin jetzt 2 Jahre hier im Haus. Das ist das erste Mal, Sie sagen mir etwas Nettes. Es ist ja der letzte Schliff, hä? Ja, genau. Und der Text, wie kannst du ihn? Ja, gut. Hast du zünftig geübt? Ja, ja, sicher. Aber ist schon noch schwierig, gell? Schau mal. Ja, am Anfang vor allem halt. Bis dann mal alles ein bisschen läuft und alle dann der Text ein bisschen kommt und man rein ist, dann geht es schon. Aber am Anfang, ja, ist aber schon noch ein bisschen eine Herausforderung. Du musst helfen, vorbereiten Hochzeit meiner Schwester. Das gibt sicher ein schönes Fest. Können mitkommen und helfen, Pflanzen wegschmeißen. Blumen streuen heisst das. Nein, danke. Ich denke, für das bin ich doch ein bisschen zu alt. Meinen Sie, Sebastian wird haben Glück heute, wird machen Vertrag und verdienen viel Geld? Ich würde es ihm sehr wünschen. Nachdem man ihn ein paar Mal beobachtet hat, wenn er dann mit der Mannschaft trainiert hat, traut man ihm offenbar zu, dass seine Fähigkeiten für die Superliga absolut langen. Der Aufstieg von der Mannschaft dürfte nur noch Formsache sein. Hoffentlich, hoffentlich. Ein altes türkisches Sprichwort sagt, fährt Schiff nicht an Hafen, Hafen fährt auch nicht zu Schiff. Das passt jetzt wirklich gut in dem Zusammenhang. Wünschen wir doch dem Herrn Junge, Herr Weiler, dass das Schiff ihn findet und dann auch mitnimmt. Dann wollen wir ihm alle Knochen brechen. Daumen drücken, Maire, Daumen drücken, das langt vollkommen. Du schönst die Blumen. Du, ist das eine Bestechung? Ja, ja, sicher. Als Präsident oder als Gärtner? Präsident! Du bist immer ein Lustiger. Bist du immer speziell lustig da? Ja, ich weiß es nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich bin nur der Gärtner. Hoi. Der Mörder ist immer der Gärtner. Ja, nein, da bei uns eben leider. Also leider, nein, ist bei uns nicht. Warum spielst du Theater? Ja, weil es mir Freude macht und weil ich der Präsident bin. Und ja, gute Kameradschaft haben hier bei uns in der Heimatbühne. Wir sind immer lustig und schön hier hinter der Kulisse. Wir werden proben, darum mache ich es immer. Mir macht es einfach riesen Spass und gibt es bei mir einen Ausgleich zu daheim, zum Beruf. Und ja, passt mir. Guten Morgen, Basti. Und wie sieht es aus? Bist du ein Profi? Hoi, Mahire, die Blume der Blumen. Paulchen, alter Tulpenkavalier, womit habe ich bekommen? Rosenkavalier, und nicht bekommen, sondern verdient. Natürlich. Du schönste Blume vom Morgenland. Du alter Schmeichler, Paul. Das heißt Schleimer. Nein, nein, ich schon wissen, was ich sage. Ja, ich auch. Du schönst die Blumen vom Morgenland. Verstehst du etwas von Garten? Ei, wohl. Ein bisschen schon. Aber jetzt nicht gerade weiss Gott wie viel. Ich bin ja schliesslich ein endlich Bauer, also ein bisschen Ahnung sollte ich ja haben, oder? Aber meistens mit Maschinen und Bücken ist ja nicht dein. Ja, wohl, da muss man dann gehen. Aha, okay. Ja, also ein bisschen etwas habe ich jetzt schon eine Ahnung, ja. Es sind kein Profi im Garten, aber im grösseren Rahmen halt. Siehst denn du aus? Treibt man das jetzt beim FC St. Gallen? Die Mahiri hat das Ding wahrscheinlich mit Bleichmittel gewaschen. Kann ich nur noch an der Fasnacht anlegen. Ich habe eine Idee. Ich weiss sowieso nicht, was ich so gut in der Fasnacht. Ich lege es gerade an, dann in der Fasnacht. Kann ich es gerade an? Ja, von mir aus. Witwitsch. Aber dass du mir damit nicht im Dreck rumkriechst, gell? Ha, dann würdest du wenigstens ein bisschen Farbe bekommen. Übrigens habe ich vorgestern Abend eine Wahnsinnsfrau kennengelernt. Prall und voller Leben. Und erst noch sagt kein bisschen falsch. Du redest von ihren Brüsten, hä? C. Und ich rede über ein Vitamin. Wie du meinen, Paul? Er ist wahrscheinlich in der Spätpubertät. Ja. Siehst du auf der grossen Bühne, nervös? Oder ist das speziell? Spitzel, oh ja, ist sicher speziell. Ja. Wie ist es so mit der Textsicherheit jetzt?
ist ganz gut, glaube ich. Also ich habe meinen Text. Scheiße! Scheiße! Verdammte Scheiße! Ich könnte mir in den Arsch beissen! Hoi Susan, der Basti hat gerade von dir geschwärmt über deine kultivierte Art. Himmelarsch! Jetzt weiss ich ja, was er meint. Fast hätte er mit den Typen gehabt. So ein Mist. Was ist denn? Was ist denn? Beruhig dich doch. Beruhigen kann ich mich später. Zwei Typen haben gerade die Bank überfallen. Wir sind nur ein paar Minuten zu spät gekommen. Oh, da geht der Scherf zu uns her. Bist du streng? Ja, richtig. Sterne sie. Ja, da ist Ausnahmezustand. Ich wollte euch auch nur warnen, damit ihr die Augen offen behaltet und am besten niemand reinlässt, wo ihr nicht kennt. Die sind bewaffnet. Und es sind zwei? Ja, nachdem was die Zeugen erzählt haben, ein Mann und eine Frau. Sie haben Trainingsanzüge an. 200'000 Stutz haben sie erbütet. Also, ich muss wieder. Warum machst du da mit? Ja, ist doch einfach lässig. Ziehst du auf der grossen Bühne nervös? Nein. Jetzt ist noch kein Publikum umeinander, dann geht's noch. Lang hätte ich das unter dem blöden Ding noch nur ausgehalten. Ruiniert man noch mit dem? Was für einen Tee? Vergiss es. Du, und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Dämliche Frage. Wir verstecken uns hier irgendwo und warten, bis sich die Schmier beruhigt hat. Da im Haus innen verstecken? Joss, natürlich, du Pfeife. Hast doch gesehen, wie riesig der Garten ist. Ja, sag mal nichts. Darius könnte man gut Räuber und Poli spielen. Verstehst du? Wir sind ja Räuber. Jetzt haben wir gesagt, Fräulein Susan, alle Türen zu schliessen. Hoi, einmal in eine andere Rolle schlüpfen. Sich ein bisschen ausleben, einmal ein anderer sein. Das reizt mich. Wenn die Herrschaften bitte wenn Platz nehmen. Ich werde sie gleich bei der gnädigen Frau anmelden. Boah, tolle Hütte. Bei diesem Stutz könnten noch die Eusöcis zahlen. Verdient meine flotte Honorar. Der Herr Notar. Barnik. Ja, ist doch wahr. In diesem Garten könnte man ja einen Nationalpark eröffnen. Reissen Sie sich mal ein bisschen zusammen, Barnik. Und wenn es ums Geld geht, dann red nur ich allein. Haben wir uns verstanden? Alles klar, Boss. Und sagen Sie nicht immer Boss zu mir. Das tut ja, wie wenn wir ein Gangsterperli wären. Wieso, dass ich in diesem Stück hier mitmache? Ja. Ja, weil es erstens einmal alle Jahre cool ist, mit einer Gruppe etwas auf die Beine zu stellen. Das ist mal der erste Grund, diese Kollegialität untereinander. Und der zweite, weil ich einfach fürs Leben gerne Theater spiele. Ja, herzlich willkommen! Juliane Weile, Mutter von Sebastian. Also, ich glaube ja gar nicht, wie stolz ich auf meinen Sohn bin. Haben Sie eine angenehme Fahrt gehabt? Haben Sie es gut gefunden? Der Franz wird Ihnen dann gleich noch einen kleinen Imbiss servieren. Hat Sie eigentlich meinen Sohn schon kennengelernt? Schließlich ist er ja die Hauptperson. Das wird mein armer Mutterherz ja gar nicht verkraften. Entschuldigen Sie meine Wortkarte und zurückhaltende Art. Aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben ein halbes Jahr lang fast im Proberaum, im ganz eingeschränkten Bühnenbild, geprobt. Und jetzt geht man erst mal auf die Probe. Auf der Grossbühne raus. Das ist schon speziell, weil es ist der ganze Gang und alles verzücht sich jetzt, oder? Das wird alles ein bisschen grösser und man muss anders laufen, anders stehen und dann gibt es vielleicht andere Einsätze. Mal schauen, wie es rauskommt. Was soll denn jetzt das? Wieso? Was soll denn das eigentlich? Sie wollen doch jetzt nicht jemanden rauchen. Sind Sie mal ein bisschen ein Vorbild? Ja, ich sollte es ja wirklich abgewinnen. Ich gebe mir ja wirklich Mühe. Ist aber nicht so einfach. Sagen Sie, ist jetzt das Ihr Ernst? Wenn Sie wirklich die ganze Zeit das Geld mit sich umeinander tragen? Ja,
Das ist eben Tradition. Ah ja. Sogar mein Vater hat, als er noch Vereinspräsident war, das Handgeld immer in Bar bei sich gehabt, wenn Spielerverträge abgeschlossen worden sind. Aber Sie haben den Sebastian noch gar nicht gesehen. Ja, in dem Fall verlasse ich mich ganz auf Ihr fachmännisches Urteil. Sie wissen, dass ich viel von Ihnen halte. Ja, danke. In dieser Hinsicht. Jetzt musst du danke sagen. Erst noch. Du, hey. Hoi. Ja, warum küsstest du dich? Damit du, wenn du nicht denkst, sicher bist, ein bisschen Hilfe bekommst. Ja, natürlich. Begrüßungsritual. Aber so Flüsse sind auch wichtig, gell? Ja, einfach für Psyche. Für Psyche ist schon gut, wenn man es nachher hat. Wenn man darauf zugreifen kann. Aber eigentlich sollte man es können. Ja, danke. Jetzt ist es jetzt einfach weiter. Ohne Sie würden wir nicht so gut in der Tabellenspitze dastehen. Ich rechne fest mit einer Qualifikation für die Champions League. Klar doch. Ehrensache. Aber versprechen kann ich es natürlich nicht. Dann sind Sie jetzt der letzte Trainer bei uns. Das kann ich Ihnen versprechen. Ein kleiner Imbiss für die Herrschaften. Als hätte ich denn auch noch keinen Biss. Nein, danke. Ich bin ganz zufrieden mit dem Sofa hier. Barnik, ist in Ordnung, danke. Es war schön zu schauen. Am Anfang ist es losgegangen. Ich habe eine gute Textsicherheit dort. Also, Franz, du bist genial. Also, einfach, seine Figur ist so durchdringend und authentisch. Der andere auch. Aber das ist jetzt gerade etwas speziell. Du sagst es. Also Kompliment aber auch an alle anderen, die nicht gespielt haben. Der Text war nicht immer ganz sicher, da und da vielleicht. Aber auch die anderen haben es nicht gelitten. Du musst Leute reden und im zweiten Akt dann vielleicht alle versuchen, ein Stiefel in Leute reden. Wir haben so ein Mikrofon, aber... Gell? Definitiv zu leislich war der Moment, Seite 15, Frau Bolliger sagt zu Franz, er sagt, wir brauchen einen Cannabis-Programm. Es ist schon gut, Herr Franz, sagst du zu. Das muss lüten. Okay. Das hört man, das geht wunder, ja. Bleiben ja. Oben. Und wenn wir jetzt einen Text nicht haben, schauen, dann nicht zu versuchen, nur dafür zu schauen, sondern schauen in die Luft und sie muss es merken und gehen. Mhm. Aber eben, ich tue nochmal den Text dingseln und dann haben wir noch sicher. Es ist also sehr gut jetzt. Wir haben nochmal einen Sprung gemacht mit dem Text, hat es mir zu tun, mit der Sicherheit. Aber die Lautstärke ist mir bei der Mahiri und beim Franz am Anfang absolut gut gewesen. Auch das Sprechtempo sehr gut. Aber es ist gut. Bravo. Sind ihr eine Frage? Ja. Ja. ich muss ja dann den Orangensaft einschenken. Oh, der haben wir noch nicht. Der kommt da. Dann wäre es noch gut, wenn es noch so zwei, drei verschiedene Gläser hat, dass ich mich abmühen kann. Kommt noch mehr. Ja, das kann ich ganz bestimmt. Wir stellen eine Flasche in Alkohol her oder so etwas. Und dann kannst du einfach in die anderen Gläser schenken, dann eben zwei Goldige. Du tust dort wie etwas. Du schieren würdest es einfach. Okay. Der ganze Anfang muss schnell gehen. Ja, es geht einfach hin und her. Dann kommt aber schon der Text eigentlich nur und dann kommt schon der Text. Ja. Naja, es ist nur kurz vor. Drei, vier Wörter sind dort nur. Sie verschreckt und sagt, was wollen Sie? Ja, eigentlich auch nur. Ja, also wenn man ausreden will, dann natürlich nicht aufeinander ja. Reden, aber no, das Problem ist, wenn ich mache und das Verschrecken ist eigentlich das O. Du weißt, wie ich meine? Ja, dann, nachher komme ich, was will sie, oder? Das ist eigentlich genau. Und du hast doch auf mein O noch gewartet, aber ich sage... Nein, eigentlich nicht. Ah, okay. Studiert, was kommt. Genau. Das ist die einzige Stelle, wo wir jetzt noch wirklich ein bisschen beschleunigen sollten. Das andere ist jetzt. Wir geben sich Mühe. Detail oder kurz. Ich kann nicht warten. Aber für euch?
Dort darf es nicht zu lang raus. Das ist für die Zuschauer komisch. Dann ist es ja. Die Spannung treiben. Und dann irgendwann gehst und das... Ich denke immer daran, die Zuschauer sollen merken, dass sie meint, du bist es und du meinst sie. Ja, das muss übereinkommen, ja. Okay. Gut, so sage ich, ja. Machen wir weiter. Weiter geht es dann eben am 15. Oktober mit der Premiere «Enten zum Anpfiff». Wirklich ein Theater zum Schmunzeln. Ja, geht doch einfach dorthin. Das war es von der ersten Probe auf der grossen Bühne. Ohne Licht vorne, ihr habt es gemerkt, die Leute waren im Dunkeln. Natürlich dann beim Theater sieht das alles dann ganz anders aus. Also es lohnt sich auf jeden Fall zum Gehen. Heimatbühne, Werdenberg.